Willkommen im Vegan Podcast und zum vierten und letzten Teil unseres Interviews mit Joanna Render. In dieser Episode erfährst du von Christian seine liebsten Lysin-Supplemente, Aminosäuren als NEM und die 10 wichtigsten Lebensmittel mit Aminosäuren. Viel Spaß bei dieser Episode mit deinem Mr. Brokkoli. Gibt es irgendwelche Lebensmittelempfehlungen, die du geben kannst für Lysin? Also nicht Leucin und nicht Isoleucin, weil das ist in Pflanzen teilweise eh recht häufig enthalten. Aber Lysin ist ja immer das Problem, weil es hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Also ja, genau. Lysin ist natürlich super als Supplement einzunehmen. Gibt es auch einzeln. Aber es ist in der Regel sind Hülsenfrüchte reich an Lysin. Machst du das, dass du Lysin supplementierst? Ich nehme ein EAA zu mir, also ein Essential Amino Acid. Oder eben auch die MAPS, ne? Also Master Amino Patterns. Das heißt, das ist natürlich auch ein weiterer Bestandteil dieser Liste, dieser 10 Top-Lebensmittel, die ich jetzt da aufzähle. Ich erzähle sie dann am Ende nochmal komplett. Aber Aminosäuren, ein Aminosäurenpräparat ist für mich Standard, ne? Dass ich das nehme. Also das nimmst du wirklich jeden Tag, dass du dir die essentiellen Aminosäuren als Nahrungsergänzungsmittel reinziehst, weil es über die Nahrung nicht ausreichend aufgenommen werden kann. Nee, das würde ich nicht sagen, dass es nicht ausreichend aufgenommen werden kann. Aber ich würde jetzt sagen, dass die wenigsten von uns, inklusive von mir, immer den optimalen Ernährungsplan am Tag befolgen. Ja, verstehe. Und wenn ich das nicht kann oder wenn ich weiß, okay, hey, ich habe keine Lust jetzt, ne, mich jeden Tag nur das Gleiche zu essen oder und so weiter und ich habe jetzt auch richtig krass Sport getrieben, dann nehme ich sofort danach die Aminosäuren. Ne. Und in welcher Dosierung? Wie viel nimmst du da davon nach dem Sport? Naja, es gibt Versuche von Freunden von mir, zum Beispiel Mr. Raw auch, der sich komplett rohköstlich ernährt und einen wirklichen Luxusbody hat. Der sagt, der nimmt bis 30 bis 50 Gramm am Tag. Oh, das ist krass. Was natürlich richtig heftig ist. Ja. Das würde ich jetzt auch auf Dauer nicht machen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hergehen will und sage, ich möchte jetzt wirklich eine hohe Leistung vollbringen, ich möchte Muskeln aufbauen, dann kann ich das mal so kurweise machen. Aber ich würde mich eher dann so im Bereich 5 Gramm einpendeln am Tag. Ne? Also wenn du jetzt mich fragst, ne? was ich gerade nehme. Ja. In Pulverform oder in Kapseln? Wie machst du das? Also ich mag den Geschmack komischerweise. Ich bin aber da ein kompletter Exot. Ich nehme das in Pulverform, weil ich versuche, Kapseln immer zu vermeiden. Ja. Aber es ist natürlich genauso möglich, in Kapseln zu dir zu nehmen. Ne? Dann hast du natürlich die geschmackliche Komponente nicht. Ich nehme immer... Also nicht immer, aber die anderen vertrage ich sowieso selten, ein geschmacksneutrales Pulver. Also ich habe keine Aminosäurenpulver, die mit Geschmack angereichert sind. Was ja viele machen, ist auch okay. Kann man die ja überhaupt nicht mehr ertragen. Ja, also und da sind natürlich auch viele Süßstoffe drin, die wir nicht haben wollen. Ne? Und schmeißt du dir das Pulver in den Mixer und mixt es mit irgendwas? Oder nee, ich esse das so. Also ich esse das, ich tue es mir in den Mund schmeck so ein bisschen den Geschmack und schluck's runter und trink Wasser danach. Ja, okay. Also, ich würde noch gerne dieses Beispiel fertig machen. Also, ich erzähl kurz mal diese 10 Lebensmittel. Ne? Wir haben jetzt Aminosäuren gehabt. Wir hatten die Sprossen gehabt. Wir haben Fermentiertes gehabt, also da vor allem Tempeh, was jetzt den Eiweißgehalt angeht. Wir hatten die Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne gehabt, optimalerweise gekeimt. Mhm. Jetzt kommen die Hanfsamen dazu. Ja, also Hanfsamen, 30 Gramm Protein auf 100 Gramm Lebensmittel. Schmecken, auch gekeimt oder schon geschält? Du kannst geschälte nehmen. Also gekeimte Hanfsamen kenne ich, glaube ich, gar keine. Mhm. Das sind geschälte. Und jetzt, damit haben wir schon 6 Top-Lebensmittel. Und wenn du jetzt einen Salat nimmst, wir waren ja bei diesem Ursprungsbeispiel, du nimmst einen Salat, du machst dort den Tempeh drauf, du machst dort die angekannten Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne drauf, ne? Dann sprinkelst du den vielleicht noch ein bisschen mit Hanfsamen. Und was du jetzt eben auch für die Mineralien haben möchtest, sind zum Beispiel Algen.
Da würde ich aber Meeresalgen nehmen, die auch diesen Umami-Geschmack auf deinen Salat bringen. Ja, also es gibt tolle Meeresalgenflocken. Das hat jetzt nichts mit Protein zu tun, weil die Anzahl viel zu gering ist, aber das macht den Geschmack und es gibt dir sehr viele Minerale und natürlich auch nochmal Aminosäuren mit. So ein bisschen by the way. Ne? So, das heißt, und jetzt hast du eine vollständige Mahlzeit, also wenn du dir diesen Salat vorstellst mit diesen tollen Sachen, wenn du jetzt dann noch vielleicht einen Sprossen draufhaust, ne? Also wir haben den grünen Blattsalat, mit vielleicht Spinat drin, mit vielleicht auch ein bisschen Grünkohl drin. Also alleine damit hast du ja schon, je nachdem wie viel du nimmst, ich würde mal sagen, jetzt 5 bis 10 Gramm Eiweiß, ne? Wenn du ein bisschen proteinreiche grüne Salate nimmst. Dann hast du die Kichererbsen-Tempeh oder den normalen Tempeh. Je nachdem, wie viel du nimmst, nehmen wir mal an, du hast dann nochmal 20 Gramm Protein, da bist du bei 30 Gramm Protein. Dann machst du die Alfalfa-Sprossen drunter, würden wir sagen 200 Gramm, hast du nochmal 8 Gramm Protein und top bist du bei 38 Gramm Protein. Jetzt machst du die Kürbiskerne, die Hanfsamen und die Sonnenblumenkerne drauf. Da nimmst du natürlich jetzt auch nicht ultra krasse Massen, aber ich würde mal sagen, ja, weiß ich nicht, 50 Gramm in total von allem. Du willst ja auch ein bisschen Nährwert, du willst ja auch Kalorien haben. Ich bin schon raus aus der Rechnung eigentlich. Du bist schon bei 45 Gramm Protein jetzt. So, und jetzt nimmst du ein paar Champignons mit rein, brätst sie schön an, falls du es nicht alles immer unbedingt Rohkost haben möchtest. Oder tust es so mit rein. Bist du bei roundabout 50 Gramm Protein. Hoch bio verfügbar. Du hast noch kein einziges Supplement zu dir genommen. Du hast eine ultra leckere Mahlzeit. Haust vielleicht noch ein paar Wildkräuter mit rein. Nimmst ein super hochwertiges Fett oder Öl. Ja, was willst du Verwendest du mehr? gerne? Ja. Bitte? Was verwendest du da gerne als Öl? Ja, gut, also da kommt es natürlich auf den Geschmack drauf an, ne? Ein hochwertiges kaltgepresstes Leinöl oder Olivenöl oder Avocadoöl. Ich bin aber ein Fan von zum Beispiel einem Rohkost-Mandelmus, was ich dann quasi so ein bisschen mit Wasser und ein paar Gewürzen zu einem Dressing mache. Und ich bin mehr Fan von diesen ungetouchten Sachen. Also ein Öl ist ja auch wieder ein raffiniertes Produkt, aber ich habe nichts gegen kaltgepresste und kalt auslaufende Öle. Ne? Also kaltgepresst ist ja sowieso Standard, aber es muss auch in Rohkostqualität aus der Mühle laufen und da nicht, ne? Also der Öl ist ein Riesenthema. Ich glaube, da wird sehr, sehr viel Schindluder getrieben. Ja, ich glaube, da machen wir Ja, mal einen eigenen Podcast genau. dran. Gut, aber jetzt hast du mal so 7, 8 meiner Top-Lebensmittel und wenn du jetzt noch die Aminosäuren mit reinnimmst und wenn du jetzt noch die Algen mit reinnimmst, vor allem Spirulina, Chlorella, ne, die hoch ja an Eiweiß sind, also die haben ein volles Aminosäurenprofil, ne, also sind hoch bioverfügbar und da kannst du auch ruhig mal, je nachdem wie es auch, da darfst du dich wie bei allem, aber auch mit deiner Seele befassen, inwieweit du solche hochpotenten, lebendigen Lebensmittel, wie die auf deinen Körper wirken. Ne? Also mach dich von nie irgendwas abhängig. Also das heißt, nimm nie irgendwas über Jahre lang. Das würd ich nicht machen, weil natürlich alles, zumindest die aus meiner begrenzten Sichtweise, die Lebensmittel, die noch lebendig sind, die sind mit einem Geist beseelt. Ne? Also wenn du ständig irgendwas in deinen Körper reintust oder ständig mit irgendwas beschäftigst, dann wirst du teilweise zu diesem. Das ist ja auch unumgänglich. Also das heißt, du beschäftigst dich, nehmen wir an, du liest jeden Tag 8 Stunden ein Buch über ein gewisses Thema. Dann wird sich das bei dir manifestieren, dass du viel über dieses Thema nachdenkst, philosophierst, dass du dich verhältst und so weiter. Und genauso ist es auch mit Lebensmitteln. Ne? Das ist, das, das, das sind ja die Grundbausteine unserer Zellen. Also das, was du isst, das bist du. Das Ja, ist, ne? richtig. Also und von daher, so wie du dich nicht abhängig machen solltest, wie von Alkohol, Koffein und diesen ganzen Sachen, solltest dich auch nicht abhängig machen von gewissen potenziell positiven Sachen wie Algen, ne? Egal welches Lebensmittel du jetzt nimmst. Die Dosis macht das Gift, das wussten die alten Philosophen ja schon.
So, und dann sind wir jetzt, Und sind wir eigentlich durch mit dem Thema. trinkst du gar keinen Kaffee? Ah, manchmal habe ich Bock, und dann trinke ich meistens einen entkoffeinierten Kaffee. Mit was, also was, mit Wasser das Koffein rausgezogen. Ich bin ein großer, ich liebe grüne Tee. Also Okay. ich trinke grünen Tee, das ist so, ich bin beseelt vom vom Geist des grünen Tees sozusagen. Also und je nachdem, welchen grüne Teesorte du nimmst, hast du natürlich da auch wieder eine Aminosäure drin, L-Theanin zum Beispiel. Okay. Hast dann Koffein, was langsam über den Tag verteilt auf den Körper wirkt. Aber es gibt auch grüne Teesorten wie Gyokuro zum Beispiel, die sehr viel Koffein haben und die dir dann innerhalb von einer halben Stunde, die geben dir so einen krassen Kick, also körperlich und mental, dass du wahrscheinlich wieder so das Gefühl hast, du musst jetzt wieder loslaufen. Also du kriegst sofort, anders wie bei Koffein, bei Koffein ist es bei mir nicht so, dass das sofort auslöst, dass ich jetzt irgendwas tun muss. Aber bei diesem grünen Tee, der ist so, wie soll ich sagen, fein, du hast so eine tolle mentale Klarheit, Energie und so weiter. Also Ja, das kann ich mal, das würde ich mal ausprobieren, ne? Also auch da. was ich jetzt angefangen habe? Ich mache mir einen Kaffee unter Anführungszeichen aus Heilpilzen jeden Tag. Habe Ja, ich auch das Orange gibt's ja. Eiweiß mit dabei. Und ich nehme Chaga und Reishi und mache mir da eine Mischung und mache mir jeden Tag so einen Heilpilztrank. Der ist auch so ein bisschen sämig, hat schon auch leichte anregende Wirkung. Und ich habe gleich 10 Gramm Protein pro 100 Gramm mit dabei in diesem Drink. Und vor allen Dingen, er putscht nicht auf, er putscht nicht unangenehm auf, sondern im Gegenteil, der hat eine adaptogene Wirkung. Auch eine coole Sache. Ja, finde ich total cool. Es gibt ja auch den, ach, sag mir diesen anderen Tee aus dem Heilpilz Chaga. Ne? Also Chaga-Tee ist ja wie Kaffee, also den habe ich lange oder ein paar Monate mal als Kaffeeersatz genommen, Chaga-Tee. Mit gekochten Pilzen. Ja, Oder Chaga kochst du immer aus, ja. ich Chaga. habe Pulver. Ja, Also Chaga. Vollsteigerpulver quasi mit Sporen und allem, was dazugehört. Und das Ja. Pulver koche ich aus, da mache ich einfach einen Sud. Genau. Ja. Und Das also auch von dran. solchen Sachen bin ich auch ein großer Fan. Es gibt auch tolle Kaffeeersatz aus Löwenzahnwurzeln. Oh, das ist eine tolle Idee. Ja, habe ich jetzt auch von einem Unternehmen in Deutschland. Ich will hier nicht immer zu viel Werbung machen, aber den teste ich gerade. Ja, es gibt schon tolle Sachen. Ne? Also, es muss nicht immer so diese von den. Wer hat das meiste Marketingbudget und schreit am lautesten? Und das war halt bisher Kaffee, so wie wir ihn kennen. Aber mit Gesundheit hat auch der nichts mehr zu tun, halt in der Regel. Ne? Vielleicht kannst du den Link auch noch unter deinen Podcast setzen, zu diesem Löwenzahnkaffee. Absolut, absolut. Das wäre auch mal cool. Die haue ich alle rein, genau wie die Aminosäuren, genau wie die gekeimten Kürbiskernen, Hanfsamen. Wo wir auch gute Sprossensamen herbekommen, die fermentierten Sachen. Ja, und Ja, ich meine, du bist ja Mr. Brokkoli. Man könnte ja rein theoretisch aus Brokkoli auch einen Kaffee machen, wenn man den Brokkoli röstet. du, also ich denke, der Kaffee, der Geschmack kommt ja über die Röstung zustande, ne? Also das heißt, deshalb röstest du ja auch gewisse andere Sachen wie Wildkräuter oder wie diese Löwenzahnwurzel oder. Und dadurch kommt ja eben dieses Aroma zustande. Und ich denke, du kannst aus fast allem alles machen, ne? Wenn du das richtige Verfahren anwendest. Ne? Aber ein Brokkoli-Kaffee, da bin tatsächlich selbst ich noch nicht dazu drauf gekommen. Aber sag mal, du isst wirklich jeden Tag Brokkoli, oder? Ja, Isst also ich gehe jetzt auch gleich zum Mittagessen und dann gibt's Brokkoli wieder. Absolut. Ja, Viel kann man Eiweiß übrigens, Appetit ne? auch schon ein bisschen. Wie viel Eiweiß hat Brokkoli? Ich glaube 4 Gramm. 4 Wir kommen Gramm, 100 Gramm. 4 Gramm pro 100 Gramm. Und wie bereitest du den für dich zu? So wie du, ich esse den roh. Also ich beiß Okay. rein. Manchmal mache ich mir nicht mehr so die Röschen ab, sondern beiße den ganzen Brokkoli rein. Aber Und dann Strunk, dann isst du mit den Strunk natürlich. absolut ist, der ist ja, Strunk ist mein Favorite. Okay. Also klar, ich mache die harte Schale weg. Die Ja. kaue ich nicht, aber
dieser saftige Strunk im Brokkoli, das ist Gold, ne? Also ich glaube, dass ganz viele das noch gar nicht probiert haben, A, Brokkoli roh zu essen, B, auch den Strunk zu essen, oder Brokkoli einfach nur mal zu dünsten statt zu kochen, also mal 2, 3 Minuten nur mit Dampf dünsten, was für eine tolle Farbe, was für ein tolles Aroma daraus entsteht. Und welche gewissen Nährstoffe da nochmal auch aktiviert werden. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Und solche Nüsse wie Cashews und Mandeln, die kombinierst du dann mit dem Brokkoli? Ja, ganz genau. Also gerade so Walnüsse, Mandeln, auch vielleicht mal Haselnüsse und so weiter, die werden dann meistens, mache ich mir so eine Art, ja, wie so eine Art Smoothie, ne? Der ist dann teilweise auch mal mit einem Proteinpulver drin. Also da ist Zucchini drin, da ist ein bisschen Proteinpulver drin, da ist Wildheidelbeerenpulver drin, da ist ein bisschen Stevia drin, da ist irgendwas drin wie Leinsamen, Flohsamenschalen oder andere Sachen, die das ein bisschen dicklicher machen. Und das ist so quasi meine Smoothie-Base. Dann kommen Sprossen rein und dann kommen Toppings drauf wie die Kürbiskerne, wie die Nüsse, wie Kakaonips, ne? Kokos mag ich sehr gerne. Ja, und dann esse ich Ja, das mit Brokkoli. also wenn du, das ist ja teilweise auch ziemlich hochkalorisch. Auf wie viel Kalorien kommst du ungefähr pro Tag? Bei wie viel Gramm Eiweiß ungefähr pro Tag? Messe ich so gut wie nie. Also Okay. muss ich ehrlich sagen, ich würde es gar nicht sagen, dass es hochkalorisch ist, weil du hast oder ich habe ganz wenig auch da Kohlenhydrate drin. Also wenn du das jetzt mal zusammennimmst, was ich gerade gesagt habe, klar, wenn ich jetzt 100 Gramm Kokosflocken nehmen würde, dann wäre es hochkalorisch, ne? Aber das sind ja eher so die, wie bei anderen, die Sprossen auf dem Salat. Also, ne, die Base mit Zucchini zum Beispiel, mit Wasser, mit Proteinpulver, mit Wildheidelbeerenpulver, der Brokkoli selber, die Sprossen selber, das hat ja alles fast keine Kalorien. Ja, okay. Aber voll mit Nährstoffen. Und die Kalorien, die kommen ja meistens über das, was sagen wir, die meisten als Hauptmahlzeit essen. Reis, Kartoffeln, Nudeln als jetzt die Standardernährung, aber auch Haferflocken, die Hülsenfrüchte, die Nüsse, das ist ja bei den meisten eigentlich der Hauptbestandteil. Die berühmte Sättigungsbeilage. Richtig. Und bei mir dreht sich das um. Bei mir ist das quasi das Sprinkle on top, wenn du es so willst, ne? Und die Base sind die Sprossen, der Brokkoli und die Gemüsesachen. Isst du jemals Brot? Ja, ich liebe Brot. Also ich muss es ehrlich sagen, meine Familie isst Brot und da für mich sind immer die, in Deutsch sagt man Knörzchen, also die Endstücke reserviert. Also das ist so, ich habe viele Schwächen, gebe ich ehrlich zu. Und dadurch, dass ich jetzt nicht ständig eine ketogene Ernährung fahre, nasche ich davon. Ja? Also das heißt, ich esse dann quasi so dieses Endstück, meistens wenn es schon schön hart ist, weil ich liebe es zu kauen. Und dann esse ich da so ein kleines Stück davon. Manchmal mache ich mir auch Granola selber, ne, aus gekeimtem Buchweizen mit Stevia, mit Wildheidelbeerenpulver, mit gekeimten Kürbiskernen und gekeimten Ja. Sonnenblumenkerne. Und das mixe ich dann zusammen, mache Granola draus, kommt dann in den Trockner, das trocknet dann im Trockner, dann ist es schön crunchy. Ich sag mal, das sind so meine Sünden des Lebens, ne? Oder Kakao und Schokolade. Und du Also, nimmst immer Stevia. ja, Stevia ist die Süße. Also, das ist auch, was Dr. Brian Clement, der Gründer vom Hippocrates-Institut, der einzige Zuckerersatz ist Stevia. Okay. Der zählt, ne? Erythrit ist nichts für dich? Na, ich liebe Erythrit, ehrlich gesagt. Ich mag den Geschmack und ich mag den. Aber ich kriege Blähungen davon. Okay. Vor allem, wenn ich zu viel nehme. Und ich bin aber jetzt nicht abgeneigt gegenüber Erythrit. Also gibt es da auch wieder einige für und wider, wie bei allen Sachen. Aber du, ich würde das jetzt nicht
Also besser wie irgendein Süßstoff, den du dir da rein machst. Ne? Also bevor du jetzt irgendwie so diese ganzen chemischen, künstlichen Süßstoffe wie Saccharose und wie sie alle heißen, nehmen, dann würde ich schon eher auf solche Sachen zurückgreifen wie Erythrit. Ja, auf jeden Fall. Gut, ja, Mensch, Das also finde das ich gut, Christian. war eine der längsten Podcast-Episoden mit dir, die ich jemals gemacht habe. Mal gucken, wie viele Teile wir die schneiden. Auf jeden Fall hat super viel Spaß gemacht. Ich glaub, bei mir gibt es jetzt Buchweizen. Was gebe ich dann da drauf? Kürbiskern? Und sag mal, hast du schon mal Amaranth so richtig lang gekocht? Ja, das wird ja dann richtig so schleimig und dick Ja, und genau. ne? Ja. Es wird richtig, wird so ein richtiger Sterz. Ja, ich mag das auch. Also, aber das sind natürlich alles Sachen, die haben ja schon, wie du es halt sagst, schon einige Kohlenhydrate mit im Gepäck, ne? Also auch Buchweizen. Und jetzt beispielsweise, wenn du mal diesen Salat nimmst, den wir jetzt mal beispielhaft vorhin aufgezeigt haben, oder meine Smoothie Bowl von gerade, da bist du ketogen Ja. unterwegs, wenn du es willst, ne? Und du hast trotzdem Ja, das aber stimmt. Massen an Protein und Das Mikronährstoffen. stimmt. Und das Ja, sind dann so bei Dinge, die. Amaranth zum Beispiel hast du viel Eiweiß, 14,5 Gramm Eiweiß, aber halt eben auch entsprechend viele Kohlenhydrate. Ich glaube, bei 60 Gramm Kohlenhydrate Ja, pro 100 klar, Gramm. du hast dreifachfach so viel Kohlenhydrate wie Eiweiß, ne? Genau. Und das hast du bei den Lebensmitteln, die ich vorhin erwähnt habe, also diese Top 10, die ich erwähnt habe, da ist es umgekehrt, ne? Da hast du dann zwei, dreimal so viel Eiweiß wie Kohlenhydrate, und wenn du es dann quasi noch fermentierst oder keimst, hast du so gut wie gar keine Kohlenhydrate mehr. Und das macht dann den Unterschied. Okay. Ja, in diesem Cool. Sinne würde ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf jeden Fall den Tipp geben, mal auf chromosome.de vorbeizuschauen, weil ihr habt es ja gehört, Johanna ist auch eine Expertin, was das ganze Thema angeht, und hat so viel Wissen sich angeeignet. Auch übrigens nochmal danke, dass du deine Story geteilt hast, und super viel Respekt, wie du deine Krankheiten auch bekämpft hast. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn wir bald wieder voneinander hören, liebe Johanna. Christian, vielen, vielen Dank. Was gibt es bei dir zum Mittagessen? Ich mache mir jetzt genau die Bowl, die ich dir gerade gesagt habe. Ich glaube, ich probiere das jetzt auch. Vielen, vielen Dank. Ich werde deine Tipps auf meinem Blog veröffentlichen auf chromosome.de. Super. In dem Artikel vegane Proteine. Das hat wirklich unglaublich gut geholfen. Ich habe super gute Ideen durch dich gekriegt. Das freut mich. Und alle Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, die sind natürlich hier verlinkt unter dem verschiedenen Podcast-Episoden. Schau da gerne mal rein, guck für dich an, was sich aus diesem Menü gut anfühlt, gut anhört, und dann kannst du da deinen Speiseplan damit anreichern und optimieren. Cool. In diesem Vielen lieben Sinne, liebe Grüße nach Salzburg, und für euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, ne? Ihr wisst Bescheid, und leitet diese Episoden gerne weiter, wenn sie euch gefallen haben. Bis bald, eure Johanna und der Christian. Dank. Tschüss. Wusstest du, dass wir drei Episoden in der Woche veröffentlichen im Vegan Podcast? Wenn du keine Episode verpassen möchtest, vor allem die neuesten News rund um die vegane Ernährung, optimale Fitness und deine strahlende Gesundheit sowie dein tolles Aussehen nicht verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Du kannst das in iTunes mit Apple Podcasts tun. Du kannst das natürlich in Google auf deinem Android-Handy tun mit Google Podcasts. Du kannst das in Spotify tun und wo auch immer du möchtest. Verlinkungen dazu findest du in den Shownotes, und vor allem teile diesen Podcast mit deinen Liebsten, denn ich glaube, es ist für jeden immer mal etwas dabei. Vielen lieben Dank, dein Mr. Broccoli. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Hier noch ein kleiner Reminder. Die Informationen in diesem Podcast sind ausschließlich informativ. Sie sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte oder Heilpraktiker. Deshalb raten wir bei medizinischen Problemen und Fragen immer, ärztlichen Rat einzuholen.